Tapetenwechsel. Die Sendung für Wohnsinnige. Hallo, liebe Zuschauer. Wir sind heute in Wettstetten. Das liegt bei Ingolstadt. Tapetenwechsel, das heißt für zwei befreundete Paare, dass sie für 48 Stunden ihre Wohnung verlassen. In dieser Zeit renovieren sich unsere Kandidaten gegenseitig ein Zimmer. Und erst nach 2 Tagen dürfen sie wieder heim und nachschauen, was ist denn passiert zu Hause. Hier sind unsere Kandidaten heute. Team Roth, Inge und Peter Ries sind seit 30 Jahren verheiratet. Inge ist Hausfrau, Peter ist Ingenieur bei einem Autohersteller. Beide sind sportlich. Sie spielt Tennis, er ist oft mit seinem Rad unterwegs. Ihr Haus haben sie vor 25 Jahren selbst gebaut. Die Großeltern wohnen im Dachgeschoss. Inge und Peter haben eine Tochter, Andrea. Und die stellt mit ihrem Freund Tobias Schnitter das blaue Team. Tobias will Lehrer werden, Andrea ist Sekretärin. Sie kennen sich seit einem Jahr und leben seit kurzem in ihrer neuen gemeinsamen Wohnung. Andrea hat vorher bei ihren Eltern gewohnt. Für unsere Kandidaten ist Tapetenwechsel immer ein Rennen gegen die Zeit. Man muss sich ganz schön ranhalten, um ein Zimmer in 48 Stunden zu renovieren. Deshalb geht's jetzt gleich los. Aber vorher schauen wir uns die Zimmer, um die es heute geht, noch mal ganz genau an. Das Wohnzimmer von Andrea und Tobias. Ja, was mir ein bisschen wichtig ist, ist, dass wir irgendeine Lösung finden, dass wir hier so die Stereoanlage und den Fernseher irgendwo einigermaßen integrieren können, ja, dass der nicht so klotzig im Eck steht und die ganze Wand irgendwie vereinnahmt. Es soll ein bisschen wohnlicher werden, es ist ein bisschen kühl alles. Ein bisschen vielleicht andere Farben an die Wände, ich weiß es auch nicht. Und die Möbel vielleicht ein bisschen verstellen. Das ist alles sehr geradlinig, dass er vielleicht etwas wohnlicher wird. Was mir wichtig ist, dass irgendwie der Raum schon, nachdem er nicht so groß ist, einfach ein bisschen durch helle Sachen ein bisschen aufgelockert wird, weil wenn wir zu viel Schwarz drin haben, sei es die Couch oder wenn die ganze Couchgarnitur oder was hier ist, dann wirkt das einfach zu klein. Ich würde mich freuen, so, wenn Vorhänge reinkämen, weil also die Fenster, das sieht sehr kahl aus, so sehr unwohnlich und halt auch Lampen, also die Birnen nur so, finde ich nicht so toll. Und dies ist der Raum, für den sich Team Roth eine neue Gestaltung wünscht. Hat unsere Tochter bis jetzt drin gewohnt. Sie hat es als Apartment genützt und wir wollen jetzt ein Gästezimmer draus machen, weil wir es ja so im Großen und Ganzen nicht brauchen. Meine Lieblingsfarbe ist ja blau. Dass es zu grellblau vielleicht nicht ist. Manche Farbe, also schöne Pastellfarben könnte ich mir vorstellen. Gutes Weiß muss nicht unbedingt sein. Eine Couch vielleicht mit 2 Personen, die man unterbringen kann als Schlafgelegenheit. Und über das sollen sie unsere Kinder auch was einfallen lassen. Die Hanteln, die wir es nicht brauchen. Peter, du hast genug zu stemmen. Los geht's an die Arbeit. Ganz schnell. Denn 48 Stunden, das ist verdammt verflixt wenig Zeit. Da muss man richtig Gas geben, dass wir auch am Schluss ein schönes Resultat haben. Damit das klappt, sind unsere Innenarchitekten Renate Leske und Max Schmutterer von der Zeitschrift Neues Wohnen dabei. Und wenn selbst die nicht mehr weiter wissen, da gibt's zum Glück immer noch den Bastelwastel. Der Mann, der praktisch alles kann und immer das richtige Werkzeug dabei hat. Was meint sie, was ihr an dem Zimmer nicht gefällt? Also ich nehme an, die Couch, die findet sie abartig. Das ist den Teppich, also potthässlich. Mhm. Also da hat sie was bestimmt dagegen. Das Fernsehteil ist noch, glaube ich, ein bisschen zwullig in der Ecke. Das ist sehr groß, zu schwarz, das ist nicht dunkel Fleck. Mhm. Ja, also es wirkt schon ein bisschen so krass. Ja, aber was kann man dagegen tun? Ja. Also ich würde sagen, sie hat ja vom anderen Zimmer noch das kleinere Sofa, dass wir das nehmen und einen hellen Überwurf drüber, dann ist das auch nicht mehr so dunkel drum. Dann wird es auch nicht so groß. Genau, und die Fernsehgeschichte, Sofa auf die Seiten stellen, weil das gefällt mir auch besser, wenn man zum Sofa hingeht. Es öffnet sich der Raum besser. Und lieber die Fernsehgeschichte mit ein bisschen Regal auf die Seite rüber tun. Hallo Max, grüß dich. Andrea, was gibt's? Ja, wir haben uns jetzt gedacht, dass das da herin ein bisschen kahl ausschaut mit den Wänden und so. Zu hoch. Ja. Wir haben uns vielleicht vorgestellt, dass wir es vielleicht anpinseln oder irgendwas damit machen. Farbig ein bisschen. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir diese blaue Küche, glaube ich, irgendwo ein bisschen so in den ganzen Raum mit rein integrieren, dass da kein so ein krasser. Das Blau sollte vielleicht irgendwann mal wieder auftauchen, genau. Auch, dass der nicht so solitär dasteht. Ja? Genau, ja.
Gut, und solche Sachen wie diesen Teppich, ja, da, der passt halt einfach nicht zu dem Woodnutz. Wobei ich den einfach schon schön finde. Ja, den sollte schon man schön eigentlich schon, ja, erhalten. Aber ja, der, das Braun dazu das und das Kunterbunte, das ist einfach, ich finde es einfach hässlich. Ja, die Couch vor allem, die bringt also da so viel Farben nochmal rein, die muss eigentlich raus dann. Ja. Vielleicht sollten wir uns wirklich auf das Schwarz beschränken, auf das Blau. Ja? Und dann haben wir ja diese Beige-Töne oder sag ich mal, Naturbrauntöne in dem Teppich noch drin. Wenn wir die mit diesen drei Dingen arbeiten, dann reicht's. Wenn wir das jetzt einmal da hinhalten, ja, siehst du das? Das ist schon heller. Ja, ist besser. Als wird das auf der Wand. Also machen wir ein bisschen heller. Bisschen heller. Ein bisschen weiß rein. Ja, und gib mir nochmal drüber. Mach jetzt sie gut. Machst du natürlich, logisch. Dann bist du. Du jetzt darfst aber auch trotzdem ein bisschen Gas geben. Meine Rolle, die rollt nicht schneller, das ist das Problem. Die rollt ja nicht mach schneller. Mach hin. Also jetzt zeig. Na, die andere Seite. Die? Ja. Siehst du ganz gut, dass du es gedacht hast. Ich glaube, wenn es nicht aufpasst. Ist das jetzt gelb oder? Nein. Aber mit dem Plastik darf es nicht schaden. Ja, ist normal Plastik genau, oder wird es dunkler? Ja, wo stecke ich jetzt an? Da hast du unten Saft, geh her. Ehrlich? Ja, Freile. Und da haut es mich nicht auf. Das ist nicht so schlimm, wenn es ihn aufhaut. Das tut mir nicht so weh. Das ist, ich glaube, das haben wir erwischt. Ja, ja. Den hellen Ton, ja, von der Lampe. Ja, schau. Ja, passt schon. Passt schon, oder? Ja. Sitz passt, wackelt, hat Luft. Also, Inge, auf geht's. Jetzt erst endlich streichen. Jetzt darf ich streichen. Sonst lasst du die Arme. Du musst ja irgendwo da runter. Da, pass mal von der anderen Seite. Da muss er irgendwo hinten rein. Muss er da jetzt schon rein? Durch diese kleine Öse. Ich glaube, der muss erst nachher da oben rein. Ich kann es so schlecht, wenn ich dir so über die Schulter schaue. Pass mal auf, ich glaube, ich hab's. Also, was war deine Idee? Ich hab dich unterbrochen. Meine Idee ist eine ganz andere. Wir gehen rauf zur Oma. Die hat, glaube ich, gerade eh nichts zu tun, weil der Strudel schon fertig ist. Und die hat auch eine eigene Nähmaschine und die kennt sich da mit Sicherheit aus und die kann das auch ganz gut. Die hat zwar, glaube ich, eine uralte Nähmaschine, aber mit der ist sie absolut flink. So eine Antiquität? Ja. Ja, ich glaube, so eine uralte. Oma? Ja. Tobias, was willst du denn? Ich habe ein Attentat vor. So? Wir kennen uns null aus mit der Nähmaschine und du hast doch so eine schöne alte. Ja. Und wir brauchen Kissenbezüge. Ach so? Na, Zehner, das ist der sechste Schrank. Von mir aus. Was haben wir da drin? Das ist ein 8er Burger, oder? Das dürfte ein 8er sein. Hä? Das ist ein 8er. Hast du das im Auge? Das sehe ich im Auge, ja. Echt? Ja, ehrlich. Was ist das? Das Daumen. Es gibt trotzdem einen großen Trick. Da gibt es einen kleinen Trick. Den probieren wir mal. Und zwar, der ganze Staub geht hier rein. Schau her. Das ist ja da, schau her. Ja, schau her, so ein kleines. Da, schau. Ja, schau den Hund. Und es geht der ganze Staub da rein. Echt? Hast du schon vorbereitet oder was? Ja, das habe ich schon immer. Das habe ich jetzt bloß gemacht. Echt? Aus das ganz simple Sachen, weil so am Karton ist das nicht genau. Wir werden alle Staubsaugerhersteller arbeitslustig. Ja, also, kannst du aber trotzdem noch probieren. Ja, die Wand ist natürlich schon. Das ist wichtig. 100 Jahre hat die Nähmaschine von Oma Geithner schon auf dem Riemen. Oma hält sich ran für Enkelin und ihren Freund. Ja, Herrschaftszeiten. Schau mal, ob der Chef zufrieden ist mit unserer Arbeit. So. Im anderen Haus sind grobe Arbeiten angesagt. Bastelwastel muss ordentlich ranklotzen. Denn die Frau Innenarchitektin, die will so ein richtig schräges Medienregal. Tja, das kriegt sie dann auch. Schwupps, das war's. Bist schon fertig? Deine, ja. Kannst du schon auslassen. Bombig. Und da waren drei Löcher vorbohrt. Vier ist aber. Überzeugen Sie sich. Oh ja. War der Mann schnell. Wer macht was von euch zwei? Bastelwastel? Ja, normalerweise ist der Bastelwastel ja der Könner. Normalerweise? Ja, der ist was der Beste. Normalerweise? Nein, der schafft ja. Unterbrechen. Aber ja, ich muss schon sagen, Bastelwastel ist verkehrt, Bastelpfiffig wäre der bessere Name. Der hat so gute Ideen und so super ist der Mann, der ist echt stark. Ehrlich, also. Was ist da bis jetzt? Na gut. Was ist bis jetzt? So, jetzt machen wir die Tapeten. Dann haben wir jetzt eine ganz spezielle hier mit diesen blauen Glaskugeln. Die machen wir da in der Mitte über das Sofa. Runter, so hoch bis daher ungefähr. Und da drüben ganz runter bis zum Boden.
Wir holen uns quasi diese weiße mit der weißen Tapete, dann holen wir uns die Decken an die Wand runter. Apropos ja? runterholen, ich glaube, ich schau mal, ob die Kissen von der Oma schon fertig sind. Die hole ich auch gleich runter. Die Oma, die rettet dich wieder, oder? Ich hoffe. Das Ding aber. Die Kugeln, Andrea, die kleben wir hier noch mit Spezialkleber da drauf auf die Flächen, die jetzt da vorgezeichnet sind. Ja, der ist da ja dabei, ne? Der ist da mit dabei. Ja. Ja, kommt dann da drauf, fertig. Ja, aber dann, was aber auch scheiße ist, weil dann ist das Glas also nicht da hinten, Lange, sondern also ich muss das Glas da. Jetzt hilft alles nichts mehr. Okay. Ich muss jetzt fahren. Und ihr macht es fertig. Du hast gesagt, du bleibst da. Du hast gesagt, du bleibst da. Bleibst da wegen den komischen Lackieren. Hier so ist die Verpflegung gesagt, auch vielleicht schon. Besser. Die Zeit ist abgelaufen. Komm, ich nicht mit euch spielen. Wir diskutieren da immer über Kleinigkeiten. Ihr müsst euch den Kopf jetzt selber zerbrechen. Das finde ich aber jetzt keinen feinen Zug von dir. Ja, ich auch nicht. Das soll ja gar kein feiner Zug sein. Das ist jetzt ein bisschen eine defensive Arbeit. Das ist der Bastelwurstel. Das ist die Bastelwurstel. Ja, die stehen ja schon mit der Brutze. Ja, die legen wir jetzt einmal schnell auf Zeit. Das ist deine Lösung. Was weißt du mit der Brutze rumstehen? Hast du dich halt schon mal sehen lassen bei uns? Nee, aber ich hab mein Beich pressiert, so ein Ende. Zuerst jammert's, die anderen machen Mordstress, dass ich gehe, weil wir uns da echt drum wirklich zerreißen. Du, im Grunde genommen, da haben wir die gar nicht brauchen. Ja, was? Und dann komme ich rüber. Ja, ich glaub's gleich. Ja, schau dann stehe ich da eine mit der Brezen da, der andere mit schon der Semmig. Wir sind schon fertig. Echt? Man sieht es ja gleich. Mit den Nerven sind wir fertig. Die Nerven, gell? Jetzt passt die Scheiben schon wieder nicht. Was macht's denn gerade? Andrea und Tobias bauen mit Max ganz ausgefallene Wandregale. Der Clou? Die Lichtquelle ist innen versteckt und lässt später die Plexiglasscheiben leuchten. Das schaffen wir mir schon. Jetzt bescheißen wir einfach einen Millimeter und da geht er nicht. Ja, exakt. Weißt du, wie man das nennt? Bastel, hä? Rohe Gewalt. Gebrauchlich Gewalt. Presspass. Also, jetzt musst du das ausreimen mit dem da. Ja? Halten, ja. Langsam drücken. Mhm. Ja? Und so tief ausreimen, dass wir diesen Kopf da unterbringen dann. Weil hier noch müssen wir drüber spachteln. Mhm. Also, das so, wie das Scheiben macht. Du lässt es dann im Winkel schauen. Dass du es im Winkel hast. Oh, das muss ich jetzt nochmal. Ja, da muss ich andersrum. Macht Spaß. So. Sau gut. Sau gut. Das hält doch schon ganz gut, oder? Optimal. Super. Jetzt haben wir es schon langsam. Schon langsam haben wir das im Griff. Muss ich da irgendeine Richtung aufnehmen? So ist wenn man das versenkt. Wenn man die Löcher zerspachteln, oder? Die haben wir noch zerspachteln. Ja. Das müssen wir heute noch machen. Unbedingt. Das geht jetzt schnell. Ratzfatz geht das. Das ist ein gutes System. Warte mal, warte, stopp, stopp. Weil ich den Abstand brauche, oder? Moment, ich könnte ihn auch. Alle zwei? Nein, die kannst du lassen. Die lasse ich. Und einen Meterstab, ich hab dir jetzt ungutes Gefühl. Und schweig dann runter. Sind das so Geheimnisse, oder? Ja. So, jetzt ist kein Zurück mehr. Passt. Passt. Endspurt am Abend. Der Lack auf dem Medienregal also muss über Nacht trocknen. Also fix, fix. Wie teufel stinkt das? Das ist eine Vollnarkose. Das glaube ich muss so schattieren. Machst du blau? Ja, vor allem mache ich blau. Ah, da muss ich grau. Nee, du hast es grau. Das ja voll. Da musst du aber vorne am Zipfel ja, anfangen. Schon. Seid ihr manchmal so ein bisschen in Konkurrenz zueinander? Wir zwei? Ja. Nein. Weil ich nie das tue, was er tut. Ich mache immer was anderes. Aber das ist doch eigentlich ganz leicht, damit dann umzugehen, Peter. Ne? Du sagst immer das Gegenteil von dem, was du ja, aber immer klappt es. Ja, immer klappt's nicht. Peter, sag nicht rum. Nein, ich hab da, ja, das krieg ich schon hin. Du kriegst Ärger mit mir. Ich bin total müde. Ja. Es war anstrengend heute. Das kannst du gleich sagen. Hast viel machen müssen? Ja, war schon stressig heute. Wie liegen wir denn im Zeitplan? Na ja, wir liegen nicht schlecht, glaube ich. Können wir uns jetzt Feierabend leisten? Das ist der auf jeden Fall sagen. Dann machen wir das. Genau. Du warst jetzt drüben, da geht's grob rund. Echt? Warum? Was machen wir denn alles? Verzeih. Sag mir jetzt aber es wird schon schick. Aber ihr habt ganz schön Probleme drin mit eurer Wohnung. Warum? Oh, Jesus. Strommäßig ist das ganz schön wild vertradelt bei euch drüben. Es sind schon ein paar Pannen passiert. Aha, das ist aber doch ein Neubau. Kann doch eigentlich nicht so viel. Ist echt ein Neubau, oder? Ja, schon. Doch, ja. Ist ja gut. Aber wenn ihr das kauft, kennt ihr das eigentlich, oder? Ja. Ja. So lacht er.
Na, du, die Decke, da habt ihr schon mal gesehen, dass da lauter so Löcher drin sind. Also ohne Schmarrn, jetzt ist kein Flachs. Nein, das haben wir da, wenn du hier klopfst, ist total hohl. Das ist höchstens so dick. Kommt der Nachbar dann runter durch die Wand. Da sind so richtige Luftlöcher drin. Und die Leitung ist an der Kreuzung wie reingelegt. Aber da ist gleich Stromkabel durchgerissen. Wo geht denn schon die Elektriker? Da ist eine Mordstreiterei. Die Elektriker sind zwar schon wieder weg, dafür gibt es aber ein Problem mit der Wandlampe. Beschreibung. Wir haben die Wand. Ich glaube, ich beherrsche das. Das Wetter, Mann! Was geht schon wieder? Wir kriegen es nicht rein. Weiberleid, Weiberleid. Druck's rein. Druck einmal. Da muss man schon. Windstier. Ja, langsam. Ja, halt mal nicht rudeln, gell? Ich brauche schon Zangerl. Bitte hier, lass mich. In der Ruhe liegt die Kraft, Inge. Oder spur was nach? Jetzt warte mal. Du kommst mit den Zangen nicht rein. In die Mitte schaut am ersten viel zu kurz. Bist du ein Ostfries oder was? Nein. Da schauen wir hin, wie man das Ding Dampf raus hat. Ach so, das schauen wir hin. Ich nicht. Ja, du nicht, ist ja ganz klar, du hast die Zunge im Maul, oder? Ich hab schon einen Hexenschuss. Einen Hexenschuss hast du. Ich komm nicht mehr. Das macht nichts. So, Tobi, jetzt bauen wir aus diesen Tischen da. Zwei gleiche Tische sind das jetzt. Ja. Und die sind eigentlich relativ günstig, 1,26 Mark. Das ist nicht schlecht. Ja, bauen wir für 250 Mark jetzt so einen Satztisch. Und also, was ich. Passt. So, und jetzt müssen wir das Loch quasi rausfräsen. Fräsen, dann nehmen wir jetzt Oberfräse. So eine Oberfräse kann man sich im Baumarkt ausleihen. Wichtig beim Fräsen ist, dass man sich einen Anschlag bastelt. Max benutzt dafür die Holzleiste. So kann er die Fräse millimetergenau führen. Super. Gut. Passt schon. Schauen wir mal. Schwupp. Einmal frei. Passt. Luft haben wir auch ein bisschen, dass es nicht so hart geht. Genau. Gibt's keinen Kratzer. Gut, müssen wir schauen, dass wir da ganz durchkommen, ne? Genau. Und Max hat in Geometrie aufgepasst. Er verlängert alle vier Geraden bis zur Tischkante. So. Mhm. Dann um die Tischkante herum. Und wo sich die Geraden auf der gegenüberliegenden Seite treffen, ergibt sich das nächste Quadrat, das gefräst werden muss. Das machen wir jetzt, dass wir das Loch wieder auf den gleichen Fleck bringen, oder? Genau. Dass wir nicht irgendwie. Dann die Tischbeinprobe. Passt. Einmal frei. Jetzt nur noch die Beine kürzen. So baut man selbst einen Setztisch. So, dann machen wir das mal so, oder? Genau. Warte mal. Erste Position. Einmal. Zweimal. Die platzsparende Position. Den Lampenschirm so auf eine ebene Fläche auflegen, dass die kleinen Nägel der einen Kante nach oben zeigen. Ja. In der Mitte der Kante beginnen, also die Nägel einen nach dem anderen durch Druck in die Löcher einsetzen. Jetzt auf. Ist jetzt Druck. Jetzt geht's. Das ist wirklich der Hammer. Warum nicht gleich? Ja gut, für einen Ingenieur war es zu schwer, gell? Ja. Genau. Später Nachmittag inzwischen, das heißt, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit. Wir müssen gleich fertig werden. Die Farbe muss noch trocknen, also jetzt so richtig ganz, ganz schnell rollen. Wir machen jetzt das da drauf. Aber die schöne Halbe ist die hässliche Wand. Ja, da gibt es kein Halb und kein gar nichts, weil die Wand gehört da hier. Muss so sein, gegen Nudel und Feder. Ja, warum? Wir haben doch das gleiche noch einmal. Nein. Das ist so schön. Schau mal rüber, dann siehst du schon. Entschuldigung. Aber trotzdem, Nassi hat recht. Du. Obwohl, da kommt ja das Kastel, das gelbe Kastel. Ah, ja. Dann sieht man das auch nicht so. Was sein muss, das muss sein. Das hat schon irgendwie gesagt. Du musst immer recht haben. Habt ihr den Eindruck, der Max ist so ein fixer Innenarchitekt oder eher einer, der ganz gemächlich sich alles gründlich überlegt? Ja, überlegt hat, das ist bestimmt ganz gemächlich. Aber ihm fallen immer wieder ein paar Dinge ein. Und ich glaube, manchmal bedenkt er nicht ganz, wie lange sowas dauert, bis die Farbe getroffen wird und so weiter und so fort. Schaust du mal, ob das symmetrisch nein, ist? Nein. Jetzt? Nein, jetzt musst du ein bisschen rüber noch. So. Rechts. So.
Fertig? Warte mal, lass mich da noch mal nachgucken. Die Zeit ist rum. Es gab eine ganze Menge Spaß. Ich habe fast den Eindruck, vielleicht ein bisschen zu viel Spaß, denn das sah so ein bisschen aus, als ob die rumtrödeln würden. Als ob das eine Bummelnummer wäre diesmal. Deshalb die große Frage, sind die überhaupt fertig geworden auf beiden Baustellen? Das gehe ich jetzt mal nachschauen. So, jetzt. Schauen wir, das mal ungefähr einen Meter da drin. Team Blau und Herr Designer. Jo. Schauen wir auf die Uhr. Jo. Die Zeit ist rum. 48 Stunden sind vorbei. Ja, 48 Stunden. Und wo bin ich hier in einer Baustelle? Du musst rechnen, Ursula, weil richtig, 48 Stunden. Die sind komplett vorbei. Ich habe es dreimal nachgerechnet. Was müsst ihr noch machen? Das Zusammenbauen und dann sind wir fertig. Wie lange dauert es? 10 Minuten. 10 Minuten? Mehr nicht? Na. Hau da nicht am Finger auf. Jetzt ganz auf die letzte. Ihr Lieben, es ist Feierabend, es ist Schicht. Gott, die Zeit ist rum. Wer klebt, wer pappt? Ich tue den Kleber drauf und ihr jetzt pappen. Ha? Genau. So. Solange du nicht vom Durst. Ich verdur mich nicht. Aber du magst jetzt wie verklebt. Du mach keinen Schmarrn. Los geht's. Aber flott. Was haben wir jetzt eigentlich? Was haben wir jetzt fertig dann, oder? Na, ja, ich bin doch schon da. Der letzte Streich. Der setzt sich drauf, die beiden Damen. Oh, und ihr habt es geschafft. Jetzt das Breischüttel noch runter. Oh, so groß. Du, da kommen wir zu zweit sitzen. Ja. Das ist der Wahnsinn, wie der Tapetenwechsel diesen ungemütlichen Raum in ein einladendes Gästezimmer verwandelt hat. Da stimmt jetzt jedes Detail. Der Raumteiler, der ist halt sehr filigran eigentlich, der gliedert aber schon wieder die lange Wand. Mhm. Ja. Und dann die Regale sind auch filigran, durch das, dass sie nur ausgragende Glasscheiben haben. Mhm. Das war eigentlich so der Trick dabei. Du strahlst, Max. Ja, ist doch gut geworden, oder? Super geworden. So ein Regal nachzubauen, das gefällt mir jetzt besonders gut. Kann das auch einer wie ich? Schön. Ist der jetzt der Ehrlichste? Ja. Na, wenn du dir die Platten zuschneiden lässt vom Schreiner und wenn die Glasplatten fix und fertig sind und wenn du der Schreiner dann noch zusammen also nach dem Motto, wenn ich nicht Hand anlege. Und wenn du die selber malst, dann kannst du das selber machen, ja. Also wenn ich nur male und sonst nichts mache. Was kostet das? 250 die Holzteile und pro Regalboden muss man ungefähr 34, 35 Mark rechnen. Würde ja, mit Beleuchtung ungefähr alles summa summarum 600 Mark haben wir ausgerechnet. Pro Regal? Pro Regal. Mhm. Wie fühlt ihr euch, ihr zwei? Bescheiden. Ja, ist noch gebraucht. Mir zittern die Knie, mir zittern die Hände. Ich bin wirklich nervös. Wer ist nervöser? Ja, ich glaube ich. Du? Ja. Quiz, ich glaub, das jetzt fangt ihr wieder an zu streiten. Komm, wir gehen gucken. Ganz schnell. Ich führe euch schon. Euch passiert schon nichts. Also jetzt kann es richtig losgehen. Kopf ein. Geht's noch mit deinen Knien, Inge? Du hast gesagt, die wackeln so. Ja, die wackeln gescheit. Von hier aus dürft ihr gucken. Das ist ja gar nicht schwarz. Nein, schau mal hier. Das ist echt der Hammer. Das ist Weltklasse. Peter, ist das schön. Mei, hat der was drauf. Die haben was drauf. Das ist das schön. Also, das ist wunderschön. Geh her. Kriegst du aber auch. Ja, super, also Weltklasse. Ihr seid ja ausnahmsweise mal einig. Oh, ja, das schon, ja. Das ist ja eine Leistung. Ja, Wahnsinn. Und schwarze Dinge. Hm? Okay. Na, schau mal hier, schau mal hier. Schau da mal die Couch an. Schau mal hier. Ach, Inge. Das muss man erst verdauen, das muss man verkraften. Ne? Nur mal den Halstüchlein. Brauchst nicht weinen, Inge. Hier. Ich meine, ja noch mitbezahlen, was erzählst du? Ja, das ist echt toll. Du, schau mal die Dinge. Hast du solche Angst gehabt? Ja, vor der schwarzen Decke. Modern, aber kühl und unfreundlich. Das Wohnzimmer von Andrea und Tobias vor 2 Tagen. Und jetzt das alte Sofa mit neuem Überwurf, der versteckte Fernsehturm und helle Farben geben dem Raum den richtigen Schliff. Da kann man wirklich schön sitzen und schauen, hat immer wieder einen anderen Blickwinkel vor sich.
einen anderen Raumeindruck. Also, obwohl der Raum so klein ist, hat er so viele verschiedene Möglichkeiten und Funktionen. Also, mir gefällt es ganz gut. Eine richtig kuschelige Feierabendatmosphäre, die du hier gezaubert hast. Also ich finde es auch total gemütlich. Obwohl es ganz strenge Linien sind, keine Rundungen, ist trotzdem gemütlich. Also ich finde das eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass man modern eingerichtet sein kann und es trotzdem gemütlich sein kann. Dein Thron hier, was hat der gekostet zum Beispiel? Ja, der ist im normalen Leben fast unerschwinglich für unser Budget. Aber da habe ich Glück gehabt, da habe ich Ausstellungsstück gefunden. Das konnte ich zum guten Preis kriegen. Das ist ein Drittel vom Budget geht drauf dabei. Also in eurer Haut möchte ich ja jetzt nicht stecken. So eine Anspannung, so ein Nervenkitzel, muss ja furchtbar sein. Ja, schon. Ich bin sehr nervös. Sie hält sie überhaupt nicht auf den Sitzen. Sie hat gesagt, ich will jetzt endlich rüber. Ich will es jetzt sehen. Für euch in der Familie, ne? Ja, so die wackeligen Knie. Nee, ich möchte es endlich sehen. Gucken wir uns an. Ich habe totales Vertrauen zu euch, dass ihr nicht schummelt. Ihr seid keine Spielverderber. Ich sehe nichts. Nee. Ein großes Stück, ein kleines Stück. Und ich glaube, jetzt kann ich euch gucken lassen. Jetzt! Wow! Das ist geil. Das ist sehr cool gemacht hier. Nicht schlecht. Schau, die haben sogar einen Fernsehturm untergebracht. Stört er dich jetzt nicht mehr? Nee, der ist jetzt cool. Oh, das und, das ist und das ist das Heißeste da. Der ist ja Wahnsinn. Das ist, das ist so ein richtiges Prunkstück von Renate. Der ist echt, der ist irre. Oh! Geil. Das ist Wahnsinn. Cool. Boah, meine Lieblingsfarben. Ja. Ehrlich? Das Gelb? Ja, das Gelb. Ja, die Oma gehört natürlich auch zu Team Blau. Hier, deine Nähhilfe. Walter, wo stellen wir das jetzt hin? Auf den Sessel? Warte mal. So, ja. Liebe Zuschauer, Sie haben hoffentlich auch jede Menge Ideen aufgeschnappt für Ihr eigenes Zuhause, was Sie jetzt noch schöner machen können als vorher. Ideen, die wirklich leicht nachzumachen sind mit wenig Geld. Wir hatten wahnsinnig viel Spaß, gell? Total. Du warst total. Und du warst super. Ich danke dir herzlich. Dankeschön. Ne, sagen wir artig, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, danke. Zum Wohl. Renate, herzlichen Glückwunsch. Ganz toll gemacht. Und der Oma auch. Vielen Dank. Danke für die Hilfe. Dankeschön. Euch allen. Ja, zum Wohl. Max, zum Wohl. Weißt du, was deine Mutter gesagt hat? Wenn es dir nicht gefällt, wirst du enterbt. Hast noch mal Glück gehabt. Mehr Informationen zu unserer Sendung Tapetenwechsel finden Sie in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Neues Wohnen.